Liebe Community, willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Video gibt es schon mal den ersten Teil von Walters großer Geburtstagsparty. Vielen Dank an alle Leute, die gestern bei twitch.tv/heideltraut dabei waren, beziehungsweise heute am 11. Januar, denn ich habe ja Geburtstag. Ja! Und in diesem Video seht ihr, was gestern im Stream passiert ist, beziehungsweise heute Nacht. Das gibt es in zwei Teilen. Der nächste Teil folgt später, also vielleicht heute noch oder spätestens morgen. Das ganze Video, die könnt ihr euch in der Videobeschreibung angucken und ich würde mich freuen, wenn ihr ein kräftiges Däumchen da lasst und ich euch auf meinem Twitch-Kanal begrüßen kann, twitch.tv/heideltraut. Alle Links in der Videobeschreibung und meine nächste GTA-Stream und so weiter ist, findet ihr dort auch. Ab die Post! Ja? Ich habe mal eine Frage. Fragen Sie. Können Sie mal, boah, Sie haben dicken, was haben Sie denn auf der Stirn? Können Sie sich da mal kratzen? Hier denn? Auf ihre Stirn, ja, unter dem Hut. Ja, so, okay. Ja, wie kann ich besser? Helfen, Sir? Ja. Ah, so, vorhin, das ist ein Herr von der Leitstelle, hat gerade gesagt, dass hier gleich eine Person sein wird, mit der ich sprechen wollte. Die Person heißt Herr Weiß. Sind Sie das zufälligerweise? Worum geht's denn? Es geht um eine Sache, die ich auf diesem Whistler, Entschuldigung, ich kenne mich ja noch nicht so aus, bei diesem neumodischen Quatsch, bei diesem Whistler gesehen habe, mit so einer 23 Uhr irgendwas Zeug. So eine Feier. Ja, wer sind Sie denn? Ja, William Cornelius King, mein Name. William, guten Abend. William Cornelius King? Ja. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus New York, der. Oh. Ja, ich finde Liberty City schöner. Okay. Das ist eben seine Einschätzungssache. So, ich habe mal eine Frage. Ja. Um was geht's da bei dieser Feier oder darf da jeder hin? Oder? Das ist erstmal noch eine private Veranstaltung. Ja? Okay. Aber es kann sein, ich werde auch Whistle nochmal ein Update posten, wenn das eintritt, was ich mir hoffe, dann können Sie auch dahin kommen. Okay, top. Ich habe eine Frage, um was geht es? Ist es einfach eine Feier oder? Ja, es ist wie so ein Comedy-Abend. Es tritt ein bekannter Comedian auf, erzählt seine besten Witze und Okay. Alter Scheiße, krass. Ja, was? Geil, ne? Geil, wollte ich sagen. Junge, Mann, du bist einfach ein geiler Typ, oder Witz? Ja, weiß ich. Genau, Herr Carsten ist mein Partner. Wir beide sind Partner und ein ganz bekannter Comedian wird heute Abend auftreten. Also, haben Sie viele Freunde in der Stadt? Sind Sie einflussreich? Oder sind Sie eher so allein unterwegs? Geht. Also, ohne irgendwie selbst irgendwie sich hochloben zu wollen, aber schon relativ gut vertreten in der Stadt. Ja, okay. Passen Sie auf. Wenn das stattfindet und der Ort, okay, der Ort, dann werde ich das auf Whistle nochmal posten und Sie bringen, wenn das in diesem Ort stattfindet, bringen Sie alle Leute mit, die Sie kennen. Ich werde so alt, Mann. Ich bin 29. Wie alt bist du nochmal? 45, ne? 40. Achso. Sehe ich etwa aus wie 45? Nein, Mann, du siehst aus wie knackige 30. Ja, ne? Das ist geil. Wenn ich eine Frau wäre, ich schwöre dir bei Gott, ich würde dich anbaggern in der Kneipe. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Moin. Ja, danke. Geburtstag, sein Geburtstag hier. Brian, was geht? Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Weiß. Nein, nicht heute. Oh, jetzt ruft mich jemand an. Wie nicht heute? Hallo? Der feiert erst rein, jetzt bringt er mich Unglück. Ja, richtig? Wer? Heute ist Party bei Ihnen, stimmt das? Wer ist denn da? Ein Freund. Ein Freund? Ein Freund, ja. Welcher Freund? Ein Freund von Lilly. Wer ist Lilly? Die Sie angebaggert haben. Ich habe jemanden angebaggert? Ja, sie haben mir ihre Nummer gegeben. Und ich wollte fragen, ob ich auch auf die Party kommen darf. Ey, gucken Sie. Es kann sein, dass sie heute stattfindet, aber es ist nicht so eine Party, wie sie sich denken. Es ist eher eine Comedy-Veranstaltung, wissen Sie? Da tritt jemand auf und erzählt Witze. Ich bin dabei. Ja. Folgen Sie mir einfach auf Whistle. @Wally. Ja, da sehen Sie dann alles, wenn das stattfindet Wally und den Ort. Whistle. @Wally. Alles klar. Ich erzählen Sie das aber, die sollen alle mir bei Dings folgen, da können Sie. Ach, Mann, ich wusste nicht, dass ich so gefragt bin. Dankeschön, Mann. Also bis später. Gucken Sie da rein. Ja, da steht die Location. Noch eine Frage. Kostet das was? Na, ja, ich steht dann da. Okay? Okay. Bis später. Komm, aber okay, bis später. Bin gespannt. Du weißt Bescheid. Bist du dir ganz sicher, wollen wir drauf? Ja, du musst im Notfall, ne, Backup, ne? Scheiße, weißt du Bescheid. Wer sind Sie denn? Wie können Sie denn mit den Schuhen laufen? Naja, das wird ja eh ein längeres Programm heute. Da musst du, glaube ich, auch nochmal einsteigen, Rainer. Also, ich habe
von heute auf morgen Geburtstag, okay? Ja, das weiß ich doch. So, danke sehr. Ja, die Frau Aurora, die weiß Bescheid. So, und der Plan ist, das ist keine Party in diesem Sinne, okay? Sondern eine Comedian-Veranstaltung. Es tritt ein ganz bekannter Comedian auf. Black Tiger ist sein Name. Ach so, ja. Was? Das wird eine Party, die eskaliert. Ja, das auch. Mit der Legende von Amsterdam. Wissen Sie auch, wie Sie ich wurde oft gefragt, wo Party ist. Und der Rainer muss auch auftreten. Können Sie ganz kurz Ihre Brüste aus meinem Gesicht nehmen? Oh, wie machen wir diese? Ja, weil die Leute sind ja schon verwirrt. Jetzt hat mich gerade einer angerufen und sagt, sie veranstalten was am Traubenfeld. Traubenfeld? Wo ist das denn? Ja. Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Der war gerade am Telefon. Sag ich einfach ja. Vorsicht, hinter euch. Eine Weinverköstigung. Vorsicht. Hallo. Verdammt. Was ist hinter mir? Die prügeln sich hinter mir. Ja, die prügeln sich. Ei, ei. Hallo! Es ist ja doch beim Tiki-Laden. Was? Hören Sie mal auf! Hallo! Hallo! Nee, alles gut, die spielen nur Fangen. Ach, okay. Also, wenn das heute stattfinden sollte, dann zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr im Tiki-Lala. Okay. Und wenn also nicht, ich werde das auch Whistle schreiben, wo. Och, ich wusste nicht, dass das so anstrengend ist. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist nicht meine Veranstaltung. Ich bin nur da, okay? Der Gastgeber ist Black Tiger, richtig, Herr Carter? Carsten? Gute Einstellung. Ja, so positiv. Herr Black Tiger. Black Tiger, Mann. Black Tiger, wer ist das denn? Ein Comedian, ganz bekannt. Ah, ich weiß, wer Black Tiger ist, glaube ich. Black Tiger klingt so wie so eine Dampflokomotive. Ja, ja, sozusagen. Der ist so, der hat auch richtig Wumms, wenn er redet. Ja, das ja, ist, ja, ja. Die Witze, die werden euch umhauen. Also, ich habe schon ein Programm von ihm gesehen und ich kann euch wirklich sagen. Hallo. Wahnsinn. Ist das eine offene Party oder Zone? Das ist noch, das steht auch Whistle dann. At Wally. Folgen Sie mir einfach bei Whistle at Wally. Es kann auch sein, dass es nicht stattfindet wegen Location-Problemen und so. Du willst so Follower haben, ne? Nein, 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 aber das ja, ist ja, einfach so. Ja, ja. Das ist aber die einfachste. Warum? Wir machen nicht so nur den Stabak. Wir haben da hinten ein Mikrofon. Er hat das Prinzip eines Influencers verstanden. Oh, Scheiße, haben Sie meinen Anzug jetzt nass gemacht? Was? Er hat seine Nase einfach überall drin, seine lange. Die reicht auch für zwei. Also, ja, wenn, dann poste ich das auf Whistle, okay? At Walli. W-A-L-L-I. Okay? Ich poste wo, was das kostet. Eventuell kostet es gar nichts. Was es kostet und wer auftritt, okay? Und wie lange das geht, ab wann. Ich poste das alles dort. Ich kann das aber nicht jeden einzeln beantworten, dann hänge ich noch 30 Jahre später da. Also geben Sie das bitte so weiter, wenn jemand fragt. Deiner, kennst du den Walter eigentlich? Nee, wer ist denn der Rainer? Ja, hier. Das ist der Rainer. Und der hat's voll drauf, sag ich dir. Der muss unbedingt auch für die Party engagieren. Rainer, warten Sie. Sie sind Musiker. Kann das sein? Ich hab gestern ein Lied von Ihnen, glaube ich, gehört. Für Herrn Smoker und... Rainer. Herbert? Herbert. Ja, ich hab dir... Ich hab Telegramm übermittelt, ein gesungenes. Okay, passen Sie auf. Wenn Sie heute Abend Ihre große Show nutzen wollen, ja, dann können Sie den Comedian musikalisch danach unterstützen. Was ist, okay. Also, was ist denn so, ich weiß nicht, ich, also, klar, ich hab alles in petto, was man so haben sollte. Ich hab ein bisschen was Elektronisches, ich hab auch ein bisschen Reggae, ich hab auch ein bisschen Funkhaus, House und ich hab noch, was ich nicht hab, ist so aktuell so Rock. Ist halt die Frage, ob, wie die Leute nach dieser Show dann reagieren werden, ja? Ob die vor Lachen am Boden liegen. Oder Flaschen schmeißen. Nee, das machen die nicht. Also, Rainer, ja? Ich werde das auf Whistle. Haben Sie Internet irgendwie an dem. Was? Haben Sie Internet an Ihrem Smartphone? Oder sind Sie eher nicht so? Ich bin bei Whistle, ja. Ja, dann folgen Sie mir da mal. Ed Walli. Wenn das heute Abend stattfindet, dann kommen Sie auch dahin, ja? Und dann können Sie auch auftreten. Aber danach erst, okay? Vor dem, also nach dem nach der Opiumfalle Black Lotus. Black. Nee, wie hieß der? Was? Bitte? Schwarzer Tiger oder so. Ach, Black Tiger, ja. Wie kommen Sie auf Lotus? Sagen Sie, kommt man kostenlos rein, wenn man die Schränkeausgabe freiwillig macht. Wie telefoniert habe. Ja, stimmt. Was haben Sie gerade gesagt hier, Sie mit dem Schal? Ja, ob man kostenlos reinkommt, wenn man freiwillig die Getränkeausgabe übernimmt. Oh. Willst du die Getränkeausgabe machen? Brian, sag mal, kannst du das irgendwie managen? Man hat das Gefühl, dass du sowas irgendwie Ahnung davon hast. Ja, voll das Gefühl. Da müsste aber auch die Legende von Amsterdam auftreten. Ja, das kriegen wir auch hin. Ne? Aber ich würde die nach dem Rainer auftreten lassen, auf jeden Fall, weil da könnten, also wenn die. Ja, du weißt Bescheid. Also pass auf, das Programm ist erster Comedian. Ja, ich mal helfe dir auf jeden Fall. Erster Comedian,
dann der Rainer und ich würde die Legende von Amsterdam noch hinten dran hängen. Brian, pass auf, ich zahl dir, wenn du genial, das... Genial, das wird die Party des Jahrhunderts. Brian, pass auf, wenn du das managst, ja, das alles hinkriegst, dann zahle ich dir dafür ein bisschen Honorar, okay? Du musst einfach nur klären, wer alles kommt und wo. Es kann aber sein, dass die Location kurzfristig woanders sein wird, das ist wichtig. Ja, da müssen auch die Türen geölt werden, auf jeden Fall, müssen wir mal gucken. Und nicht vergessen, das Ganze bei der Putzelei anzumelden. Ja, ich bin bei der Polizei. Oh, ja, stimmt. Ich bin die Polizei, ja, aber irgendwie auch nicht. Also... Brian, kümmere dich drum. Sie sollen alle Edvalli folgen. Ja, den Account nutzen wir einfach dafür, weil ich habe es schon ein paar Leute gesagt. Wie wird das geschrieben? W-A-L-L-I. Ja, im Wundervollen. Tacker Sie, altes Arschloch. Wie geht's Ihnen? Ja, wieso bin ich denn jetzt ein Arschloch, Alter? Aber ebenso. Gut. Hören Sie, ich habe, ja. Ich brauche heute Abend... Haben Sie Lust auf eine Fete heute Abend? Mit den ganzen Jungs? Ja, kommt halt drauf an, ne? Wollen Sie ein bisschen Geld verdienen? Kommt halt auch drauf an, ne? Wir brauchen einen Sicherheitsmann für Tiki-Lala. Ach, macht er jetzt beim Tiki-Lala heute, ja? Hab ich wahrscheinlich, aber ne? Ist ja, ja, mal vom Besten, aber ist doch nicht 100... Ist doch nicht 100% sicher, dass es da klappt, aber höchstwahrscheinlich. Ja, also ich denke mir, wir schauen rum. Also wir kommen mal vorbei und dann reden wir nochmal unter vier Augen. Ihr Telefon ist ja immer so ja, unmännlich, verstehst du? Ich rufe Sie nochmal eine halbe Stunde an, ist das in Ordnung? Ja, lass dir mal Eier wachsen und sag jetzt du Penner, ja? Und dann rufe an. Laser, wie geht's dir? Ey, was? Du bist voll geisteskrank. Geht ihr mal kurz, geht ihr mal holen, ja? Meldet sich der Tacker, wir holen den Kram, ja? Geht ihr mal holen. Okay, und der meldet sich, ne? Ja, Laser. Ja, super. Oh, perfekt. Was denn? Ich muss mal mit ihnen reden, komm so mit. What is it? Also, wenn sie den Ayodel sehen, der soll mich mal anrufen. Ist wichtig, okay? Mach ich, natürlich. Außerdem, heute Abend veranstalte ich eine Party. Also nicht eine Party, sondern... Wir machen so eine Art Comedy-Show. Wir machen so eine Art Comedy-Show. Also nicht ich, sondern ein ganz bekannter Künstler. Sein Name ist Black Tiger, ist ein Comedian. Ja? Okay. Und wenn Sie wollen, können Sie kommen. Sie laden mich ein? Scheiße, ja, auf eine Party? Ja, ob man das so als Party werten kann, weiß ich nicht. Okay. Ist eher so eine Veranstaltung. Da treten verschiedene Künstler auf, ja? Hey, darf ich vielleicht auch? Nein. Okay. Ich mach den Propellermann, kennen Sie den? That is it. Nein. Also. Also, das Ganze findet höchstwahrscheinlich, aber noch nicht sicher, im Tiki-Lala statt, okay? Okay. Aber es kann sein, dass es eine Location-Änderung gibt. Die poste ich dann auf Whistle. Ja? Okay. Das wird zwischen 23 und 0 Uhr stattfinden. Irgendwann. Glauben Sie nicht, dass ich wichtig genug bin, damit Sie mich selbst persönlich informieren können? Ja, aber jeder will mit mir telefonieren zu dem Zeitpunkt. Sie sind schon der 120. der mich deswegen... Also Sie sprechen mit mich alle. Ja, aber ich bin die Spitze der Nahrungskette. Oh, Laser, geben Sie mal Ihre Nummer. Sie machen mich fertig. Ja, okay. Habe ich doch schon mal. Haben Sie die falsch oder was? Da habe ich Laser in meinem Handy. Ja, ich sag's Ihnen. Ja, doch. Nein, habe ich nicht. Okay. That is it. Sagen Sie, wenn Sie ready sind. Okay, hab ich. 334. Ja? 941. Geben Sie mir bitte Ihre, ich verspreche auch, ich werde Sie nicht stalken, keine Klingel, streichen oder drohen. 748169. 748169. Okay. Ja? Also dann kümmern Sie sich drum, der IO-Dell soll sich unbedingt bei mir melden, ja? Ich muss mit dem reden. Mach ich. Und Sie können da gleich aufkreuzen. Okay? Okay. It. Wann fängt das an? Aber bleiben Sie bitte komplett angezogen. Jo, ich möchte aber keine Leute, die rot tragen, da rein haben, ja? Ja gut, dass du Bescheid sagst, weil ich lade gerade Tausende ein. Aber so Leute mit weiß ist okay, oder? Ja, aber nicht. Ja, aber die müssen ihr Knarren abgeben und so einen Scheiß. Ja, auf, dafür sorgt Tacker schon. Aber keine Roten. Keine Roten. Egal, alles wer, klar. Nichts vom Blatz, Blotz, Blitz, Blatz, egal wie die heißen. Ja, alles klar, das lässt sich regeln. Gut. Ja, da hast du deine Tage heute, ne? Ja. Tacker, was muss ich denn bezahlen, wenn sie den Laden heute mal ein bisschen in Schuss haben? Ja, so ein bisschen die Sicherheit übernehmen. Was kostet mich der Spaß? Ich frag mal meinen Finanzbeauftragten, ja? Also Vize, was nehmen wir denn für den heutigen Abend? Jetzt übertreiben wir nicht, Tacker. Ja, wenn wir für Stunk sorgen. Nicht Stunk! Also wir sollen Anti-Stunk. Einer macht den Türsteher oder zwei von euch, ja? Ja. Und da sollen absolut keiner von diesen Roten rein. Diesen Platz oder wie die heißen alle. Da ist... Ja. Solche. Wie viel? Was? Der Vize hat gerade eine Summe genannt, die fand ich gut. Naja, pass auf, was sind wir dir denn wert, Alter? Komm, wir wollen dir auch entgegenkommen. $4,000 zahle ich.
Ja, komm, mach 5 und dann machen wir's. $5,000, aber du machst keine Scheiße. Wir machen keine Scheiße. Keine Drogen, nichts. Seriöses Auftreten. Aber wir kriegen das im Voraus, ne? Erst die Hälfte und dann den Rest, wenn die Sache gelaufen ist. Ja, pass auf, dann im Voraus 3 und dann im Nachhinein 2. Walter, wenn wir dir unser scheiß Wort geben, Walter, dann verarschen wir dich doch nicht. Was soll denn das? Ruf, kennst du Brian Green? Ja, den kenne ich. Ruf den mal an. Machen wir so. 3 im Voraus, 2 danach. Gut, ja. Ich soll ihn mal anrufen, ja. Okay. Ja, machen wir. Wir treffen uns gleich da an der Location, dann bringe ich dir das Geld mit. Hä? Okay. Ja, da kann man doch bestimmt am unter den Schreibtisch hüpfen, oder? Ja, hallo. Was unter den Schreibtisch hüpfen? Dann nichts unter den Schreibtisch hüpfen. Was? Herbert, was? Du bist in einer Beziehung! Ich doch nicht. Ich hab grad gefragt für eine Freundin, ob... Wer sind sie? Weil er sagt... Wie, du mich Moment, meinen? Ja, wer sind sie? Sie haben den falsch verstanden, Herr Weiß. Bitte beruhigen Sie sich, verdammt. Verpissen Sie sich hier! Was ist dein Problem? Ich hier arbeiten! Der Mann ist... Frau ist in einer Beziehung! Ja, er mich von Krankenhaus nur abgeholt haben, was du mich von... Wer sind sie denn? Anmachen. Ja, was, wer mir das nicht sagen? Ich hätte dich ja vor... Wer ist das? Das, Herr Weiß und, Waldeck. Waldeck? Ich hab Auge auf Sie. Hören Sie auf, an vergebenen... Dings rumzufingern. Es ging nur darum, ich habe ihn gefragt, wie man bei ihm bezahlt. Ob man bar bezahlt oder ob man auch unter den Schreibtisch hüpfen kann. Gott! Was ist das für eine Tug gewesen? Ey, Herbert! Ich weiß, bleiben Sie stehen. Nee, ich bin enttäuscht! Moment, was mit dieser Stadt? Ich habe doch nur gefragt, wie man ihn bezahlt. Das ist ein, du wolltest ihm die Nudel lutschen! Wollte ich gar nicht, verdammt. Hören Sie auf, so einen Schwachsinn zu erzählen, dort ja? Ist es. Was kommen Sie denn für auf dumme Gedanken von da? Jetzt hören Sie auf damit. Sonst muss ich Sie schlagen. Sie wollen mich schlagen? Ja. Ich muss telefonieren. Hallo? Ja, wo bist du jetzt? Immer noch da. Ich bin auf dem Parkplatz. Hinten? Ja, hinter der Bank. Okay, ich komm. Herbert, lass mich in Ruhe. Herbert, lass mich in Ruhe. Geh da dem Herbert, nein! Ich hinterherlaufe! Mucke, irgendwas erzählt. Den mach ich in die Hülle, als haben Sie mich verstanden. Ich mag Sie echt, ich hab Sie echt gern, aber Sie haben doch gerade was missverstanden. $50,000 und ich halt die Schnauze. Na gut, den sorg ich, dass Sie die Schnauze halten. Ernsthaft? Wer weiß. Soll ich meine Knarre auspacken? Ich bin Polizist. Ich zähl bis 3, wenn ich die Flasche da immer noch sehe. 1... 2. Mein Herbert, ey. Bitte. Ja, ist gut. Ich hab verstanden. Wir sollten uns beide beruhigen und die Füße stillhalten. Ja, wir sehen uns nachher bei der Comedy-Ding. Gehen Sie zu Ihrem Mann! Frau! Leh weg. Bitte lass uns gehen. Ey. Da kann ich doch nicht mitfahren! Ja, stimmt. Wo ist Kater! Dein Wagen? Egal. Pass auf, Kater. Wo ist dein Wagen, Mann? Ich hab keine Ahnung. Kater, hör zu, bist du heute wirklich bereit für den Abend? Ja. Die ganze fucking Stadt weiß Bescheid. Jeder spricht mich auf diesen Comedy-Abend an. Es treten 3 Leute auf. Du bist der Main Act. Van der Kars wird singen. Oh mein Gott. Und noch irgendeiner. Keine Ahnung, wer das ist. Und die werden alle kommen. Und gerade ist der Bus mit einer Bühne durch die Stadt gefahren. Was? Was macht der denn da? Guten Abend. Guten Abend. Hä? Selbstmordgefährdet oder so? Bist du bereit? Ey, ich hab aber damit nichts zu tun. Du weißt, dass ich hab allen Leuten erzählt, dass du Black Tiger bist. Das ist dein Spitzname. Du bist Comedian. Okay, der beste Comedian. Brian und ich machen gerade sehr viel Werbung für dich. Du musst echt alles geben. Aber du darfst uns nicht erwähnen, weil wir sind die stillen Teilhaber. Okay? Ja, okay. Du bist der Gastgeber des Abends. Denk, Herr Van der Kars wird auftreten. Ey, warum ich? Weil du bist der Comedian, du wirst damit Geld machen. Wir haben schon alles organisiert, es gibt Türsteher, alles. Ja, okay. Okay? Ey, aber warst du schon an der Fahrradstelle wegen deinem Wagen? Nee. Carsten, dann musst du seins auch dort abholen. Okay.
Hast du hier niemanden, der dich mal kurz runterfahren kann? Scheiße, Mann, ich muss hier irgendeinen Schrottwagen gleich mal holen. Wo ist Brian, Mann? Die sind alle schon zum Tequilaner, die haben Trink und so weiter gekauft. Brian! Yo, wir sind in der Location. Ja, jemand soll uns hier abholen. Bitte schick mal den. Wo bist du denn? Immer noch hinterm Parkplatz mit Kater. Wir kommen hier nicht weg, weil wir ein Motorrad haben, wo nur ein Typ drauf passt. Wir brauchen wo hinten am Parkplatz? Am Parkplatz, genau. Am Würfelpark, hinten am Parkplatz bei der Bank. Also beim Stadtpark. Ja, kann jemand kurz bitte mit einem Emperor kommen, wo zwei Leute reinpassen? Ja, ja. Bitte jetzt. Westi? Ja, ich. Westi, wer ist Westi? Ja. Achso, der Typ, der, glaube ich, die ganzen Getränke und so weiter geholt hat. Warum ist es so anstrengend, so famos zu sein? Sag mir das. Weiß es nicht. Aber Katermann, ich bin stolz auf dich, dass du das heute durchziehst, Mann. Ich habe erst gedacht, du hast kalte Füße gekriegt. Hä? Was denn da? Boah, ich habe 25 Follower auf einmal. Guck dir das mal an. Oh. Soll ich mir danach auch was erstellen? Ja, Mann. Mann. Bin mal gespannt, Alter. Ich bin echt gespannt. So, ich habe jetzt was auf Huseln geschrieben. Seid ihr bereit? Infos folgen, aber ohne Waffen. Nett sein und die Show genießen. Wichtig, lasst den Künstler seine Zeit und geht mit ab. Scheiße, Mann. Anstrengend. Okay. Ja. Okay, wir warten kurz, bis wir abgeholt werden. Stell mal dein Motorrad irgendwo ab kurz. Hier, wir werden abgeholt. Gut. Mir hat gerade eine Frau, so eine Lady, eins auf die Schnauze gegeben. Rote mit den Hose. Pingern? Nee. So. Hallo? Ja, hallo? Rufst du mich jetzt mit der LSPD-Nummer an? Oh, das kann durchaus sein. Ich bin ja gerade Leitsteller, ja. Das ist es. Olaf! Was ist? Also, Tiki Lala steht aktuell noch, aber es wird wohl... Ich weiß nicht, wie die das regeln. Wir müssen gucken. Hä? Ja, ich hab... Die kommt gleich wieder. Okay, Tiki Lala ist es. Steht fest, ja? Ja, Tiki Lala. Okay? Okay. Ab. Komm da einfach um 23 Uhr. Halb zwölf. Nee, Viertel nach elf, okay? Ja, okay. Ich versuch's. Blockier die Leitstelle nicht, Mann. Ja. Die hatte den Reps. Moment, ich muss mit den Herren reden. Der Herr? Sie können mich auch einfach Gott nennen. Nein, wie kann ich Ihnen helfen? Sind Sie das nicht von gestern? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie gerade meinen Unfall da gesehen, wo mit so einem alten Schnöpfe mein Auto reingefahren ist? Nein, habe ich leider nicht gesehen, weil ich hatte die Augen zu. Okay, gut. Ach, Sie schon wieder. Warum? Ach du Scheiße. Die alte Schnöpfe ist einfach mein scheiß Auto gefahren, hat sich jetzt verpisst und meinte, die Versicherung wird das bezahlen. Wer war das denn? Keine Ahnung, dieser hässliche Officer. Der hässliche Officer? Nee, das war irgendeine so eine Dame, keine Ahnung. Keine Ahnung. Die hat so ein Rap-Sodig oder so gefahren. Keine Ahnung. Scheiße. Haben Sie das mitbekommen, was heute im Tiki Lala ist? Comedy Night. Okay, da wo Sie mich gestern eingeladen haben oder was? Richtig. Kommen Sie vorbei einfach. Gibt's frei Essen? Fuck. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, was geht, Mann? Was geht? Bist du white? White? Ja, weiß bin ich, siehst ja. Alles klar, hat sich das geregelt. Ja, was ist los, Mann? Wie kann ich dir helfen? Bist du das? Ja, warum? Ja, cool, Mann. Ja, keine Ahnung, wir wollen auf deine Party, Mann. Aber es ist keine Party. Warum denkt ihr, dass das eine Party ist? Weil hör zu, pass auf. Ich sag das nochmal, gib das bitte an allen Leute weiter. Das ist keine Party, sondern es ist ein Comedy-Veranstaltung, wo drei Künstler auftreten werden. Ja? What? Drei Künstler. So. Einer lustiger als andere. Ich bin auch nur jemand, der das weiterempfehlen soll. Der Hauptkünstler ist Black Tiger, ein sehr bekannter Comedian. Okay? Ah, lass mich raten. Du hast jetzt gerade gesagt, einer lustiger als der andere. Das heißt, du bist der Erste, oder was? Nein, ich hab... So, Sie sind schon mal ausgeladen. So, Das war nur ein Scherz. Sehen Sie, ich kann nämlich auch lustig sein. Der Eintritt kostet so $50 oder so. Bruder, ich bin insolvent, Alter. Ja, kein Problem. Also, okay. Herr Black Tiger wird auftreten. Ja? Ey, du musst atmen, yo. Und bringen Sie einfach alle mit. Aber ich sage Ihnen eins, keine Waffen, keine Scheiße und lassen Sie dem Künstler seine Zeit. Wenn der auf der Bühne steht, keine Buhrufe oder sowas, sondern lassen Sie den reden. Okay? Okay. Oder singen oder tanzen, whatever. Kann man was nach ihm schmeißen? So? Nein.
Wenn sie was schmeißen, dann haben sie ein Problem, weil ich kann Ihnen sagen, der Sicherheitsservice in diesem Laden, der ist ziemlich... Machen Sie einfach keine Scheiße. Und bringen Sie keine Knarre mit, die müssen Sie sowieso draußen lassen. Ist denn der geschult? Was? Der Sicherheitsservice. Fragen Sie den einfach mal, ich glaube, der wird Ihnen die passende Antwort geben. Wir müssen die Dame jetzt suchen, die einfach sich verpisst hat. Ich muss mal kurz telefonieren. Ja, was ich muss hat die sie abstechen gehen. Was ist das hier, ein Parfüm? Moment. Was für Parfüm, Bruder? Ja, der riecht voll gut. Folgen Sie mir einfach bitte auf Whistle. Ja, ey, hören Sie zu. Whistle, da steht dann gleich alle Infos. Der Account heißt Walli. W-A-L-L-I. Da wird gleich alles. Ja. Hast du Follow für Follow? Warum fragt das jeder? Nein. Okay. Also, wenn Sie da hinkommen. Wenn Sie da hinkommen. Nein, aber ich bin im Stress. Wenn Sie da hinkommen wollen, gucken Sie, da stehen alle Infos. Ja, aber Bruder, Walli mit V oder W? W. Das wäre dann sonst ja Falli. Bedanken Sie sich wenigstens für die ganzen Follows? Ach da, Walli. Ja, wieso? Sie wollen ja was von mir. Können Sie mal bitte, können Sie sich bitte... Sie wollen ja von uns, dass Sie wir Sie followen. Können Sie mir bitte aus dem Rücken gehen? Dankeschön. Scheiße. Aber Sie riechen sehr gut. Dankeschön. The fuck? Aber ich stehe auf Frauen, tut mir leid. So, Telefon klingt, es geht da keiner an. Also bei mir geht beides. Ja, das freut mich. Das... Gut. So, Jungs und Mädels, ich muss mal los, ja? Also das fängt so um 23 Uhr an, ja? Alles klar, komm. Warten Sie. Was denn? Ist das Vermillion? Was? Ist das Vermillion? Ich hoffe, die geht's. Haben Sie schon mal eine 50 Kaliber im Gesicht gehabt? Darf ich? Ja, in der Tat, ja. Nehmen Sie das Ding runter. Ja, ich muss los. Katja, ich will hier weg. Was für Leute, Alter? Wenn die kommen, ja? Dann wird's nur scheiße. Ola, der wurde nochmal hier. Wann haben Sie die Party? 23 Uhr, gucken Sie, Whistle! Ja, wie ist es so als Manager? Oh nein. Smoker! Smoker, wo ist Ihr Auto? Was? Smoker, Sie haben doch ein Auto. Das ist der Blonde, der mit der Dame in der Bank war. Was willst du denn jetzt? Alter, hau mal ab, Elton! Du Drecksau, was mit Maß wird der Nein, Arbeit Smoker, ich muss mit dir reden. Wo ist dein Auto, Smoker? Wir müssen dringend hier weg. Ja, das steht. Ist das ein Viersitzer? Nee, zwei. Oh, ich will nur hier weg. Ja, warte mal, das ist kein Problem. Karte, du fährst mit dem Motorrad hinterher. Komm, Smoker, wir müssen los. Wieso? Ich erkläre dir alles im Auto. Du willst doch Infos von mir. Komm mit. Karte, wir treffen uns in Tiki-Lala. Ja, okay. Hast du was zu schreiben? Oder hol deinen Wagen ab, eventuell. Hast du? Ja. Smoker, ich mach doch kein Auge. 86449. Ruf mich an. Was? So, komm. Komm, wir müssen zum Tiki-Lala fahren. Brian, wo ist denn der Wagen, Mann? Ja, der Wagen steht schon die ganze Zeit da und wartet auf dich irgendwie. Wo? Ich hab mich angerufen, du wärst nicht da gewesen. Ich bin aber im Stadtpark. Stadtpark Bank, ne? Da am Parkplatz. Genau, da müsste der Westi irgendwo sein. Ist der Emperor. Ist das nicht Kann euch leider nicht mental verbinden. Soll ich dir mal eben die Nummer vom Westi geben? Das ist, glaube ich, einfacher, ja? Westi? Nee. Ich hab schon. Sagt der Westi, soll zum Tiki-Lala fahren. Ich hab schon eine Möglichkeit. Okay, dann sag ich dir jetzt Bescheid. Ich geb dir jetzt trotzdem nochmal die Nummer. Nein, gerade nicht. Okay. Ist echt schlecht gerade. Okay, alles gut. Dann bis gleich. Bis gleich. Ciao. Der Mann hier im Anzug. Komm. Ach so. Wo findet die denn statt? Weiß. Smoker, bring mich hier weg, bitte schnell. Wo fahr zum Tiki-Lala. Tiki-Lala! Ja, wo ist er denn? Fahr einfach mal Richtung Winewood, links. Was ist denn da oben jetzt los? Was passiert hier? Was ist denn hier los? Smoker, Vorsicht! Hä? Herbert, du Drecksau, was machst du fahr, hier? Fahr, Smoker, bitte fahr einfach gerade mal! Herbert. Fahr! Smoker, wir sterben gleich! Fahr bitte fahr einfach! Smoker, was machst du? Fahr einfach nach links! Wie, was mach ich denn? Was? Fahr nach links! Fahr weg! Was ist denn hier los? Warum haben die denn so geschrien? Also Smoker, wir müssen. Ja. Ich navigiere sie. Ja? Ja. Scheiße, wo ist das? Wissen Sie, wo die Bank ist? Links. Was für eine die Bank? Nächste links. Hier links. Ja. Freuen Sie sich schon auf die Party? Ja. Willst du auch auftreten vorne? Nee, wie alt werden Sie denn? 29. Ach du Scheiße. Wie alt sind Sie denn? Die nächste rechts. 47.
Oh, sieht aber, haben sich aber gut gehalten, der Smoke. Ich habe noch mal Zeit, dass ich meine Frau angeln, ne? Tiki Lala, kommen Sie einfach zum Tiki Lala, okay? Tiki Lala, Tiki Lala. Eine Frau angeln? Ja. Ah, oh, ist ja schon stressig genug hier. Ich hätte da jemanden für Sie. Wen denn? Den goldenen Engel. Wer ist das denn? Ich habe gerade Herbert mit einem Russen in der... Kein Problem, Smoker, bring uns um. Ich habe gerade den Herbert mit einem Russen in der Bar in der Bank entdeckt. In der Bank. In der Bank. Und da hat der Herbert gemeint, ob er auch lutschen könnte mit bezahlen oder irgendwie sowas. Stimmt das doch. Weil der Dodo hat mir das auch gesagt, dass irgendwas mit unterm Schreibtisch krabbeln für ein Fuffi und so. Ja, aber er meinte wohl, dass das die nächste... Fahr dem hinterher.